Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu LaTeX und wir spielen eine Runde Kursgewinn Violence. In dem heutigen Video reden wir ein bisschen darüber, was mit dem Sketch Client passiert ist und warum Leute denken, dass der Coder gequittet ist und was auch immer. Erstmal bin ich hier, um zu sagen, dass er erstens überhaupt nicht gequittet ist. Das nur daraus entstanden ist, dass der Macher von dem Sketch Discord, der Typ, keine Ahnung, ich nenne seinen Namen jetzt einfach mal nicht. Man weiß ja nicht, ob das wichtig ist. Was war das gerade für ein No-Fall? Haben die No-Fall gepatcht? Keine neue AAC-Version zumindest. Mal gucken, werden wir gleich sehen, ob die den No-Fall wirklich gepatcht hat. Ach nee, der liebe Niklas hat ja jetzt was angestellt. Jetzt aktiviert der sich erst ab einer gewissen Höhe. Funktioniert nur anscheinend nicht so gut. Vielleicht sollte man den Mode ausmachen. Beziehungsweise ausmachbar machen. Oh ja, bitte geh auf Treppen. Dann hole ich dich bestimmt nicht ein. Ach komm, das war natürlich jetzt wirklich unlucky. Egal, holen wir uns hier halt zwei Kills. Kann ich auch eigentlich ganz gut mitleben. Ach komm, mein Freund. Vergiss es einfach. So wird das eh nichts. So. Auf jeden Fall lag das höchstwahrscheinlich... was heißt höchstwahrscheinlich? Dieser Typ, der diesen Sketch-Discord erstellt hat, weil das Maddox nicht selber gemacht hat, ist auch fragwürdig, warum man sich einen Discord macht, der für Support und so weiter gedacht ist, beziehungsweise ihn sich von jemand anderes machen lässt, der über den Client dann Trash-talkt. Keine Ahnung, macht irgendwie keinen Sinn für mich. Aber wenn er meint, ich habe ihm mal gesagt, er sollte sich einfach schnellstmöglich selber einen Discord machen, dann passiert sowas auch nicht mehr. Auf jeden Fall ist Maddox zeitweise gequittet. Ach ja, ich habe ja FOV an. Komm, irgendwann gehst du eh down. Ist halt absolut behindert, was der Junge macht. Wirklich absolut behindert. Haust rein, Junge. Jetzt aber endgültig. Nee, einfach nein, Junge. Komm, wie viele Hits will er denn noch? Ach, Junge, bitte. Nee, jetzt stirbt er. Egal, was er macht, sehr schön. Endlich. Das hat auch fast gar nicht lange gedauert gegen den Dreckschwitzer. Alles klar, nachdem wir gegen den Schwitzer jetzt so tryharden mussten, können wir auch endlich weiter über das Geld reden. So, die Sachen, die Fakten erstmal zuerst. Der Sketchmacher von Maddox, alles klar, der Sketchmacher Maddox hat keine Zeit wegen Schule, aber ich denke ich mir auch schon gesagt, dass das wahrscheinlich daran liegen wird, dass keine Updates kommen. Er hat mir einmal an einem Wochenende so halbmäßig ein Update fertig gemacht mit einem neuen Speed- und Killaura-Update für Gomme. Dann weiß ich nicht, warum er das nicht einfach online gestellt hat, weil das hätte ja dann wenigstens schon mal für eine AC-Version ausgereicht. Hätte man wenigstens wieder ohne Bypasses spielen können. Oh, den habe ich tatsächlich nicht kommen sehen. Aber muss uns ja anscheinend egal sein. Schaffen wir auch so. Und... komm. Ach, der nächste Angelprofi. Das ist einfach so cool. So. Das Update hat er allein schon nie im Launcher hochgeladen. Er war aber auch wirklich nicht am PC. Das kann ich zumindest sagen. Anscheinend hat er wirklich nicht so Zeit. Und er meinte, in so 3-4 Wochen, einem Monat, 2 Monaten, keine Ahnung. Ich habe die genaue Zeit vergessen. Meinte, er könnte ja wieder Updates machen, weil er dann schulmäßig keine Prüfung mehr schreibt. Keine fucking Arbeiten schreibt, was auch immer. Ich weiß nicht, in was für eine Klasse er ist und weiß von daher auch nicht, was er gerade macht. Zumindest nach ihm hat er Prüfungsstress. Also hat er mich darum gebeten, den Client aus dem Shop zu tun. Genauso wie bei Raven, beziehungsweise da habe ich es halt selber entschieden, weil er outdated ist. Und ja, es ist eigentlich nichts anderes. Der Client ist zeitweise aus dem Shop, er bekommt kaum Updates in der Zeit, wo er aus dem Shop ist. Und ich kann mich einfach nur für den Sketchmacher entschuldigen, dass er keine Zeit hat.
Aber ich kann ihn auch nicht einfach, weil er Schulstress hat, deshalb aus dem Shop schmeißen und ihm damit sozusagen alles direkt, ja, zerstören, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kaputt machen oder was auch immer. Weil das wäre einfach ein Hurensohn und Move. Erstens für die Scash-User und zweitens für alles andere. Junge! Komm schon. Die Mods könnten ein bisschen weniger schwitzen. Alles klar. Einfach nur damit heute noch ein kurzes Video kommt und die Leute schon mal wegen Scash Bescheid wissen. Die Violence-Server sind gerade down und deshalb kann ich den Client nicht mehr starten. Von daher beende ich jetzt einfach die Folge. Ich hätte sonst eh auch nur noch eine Runde QSG gespielt. Weil wie gesagt, es ist gerade 16 Uhr. Es wird jetzt gerendert und hochgeladen direkt. Und ja, das Video ist einfach nur zur Erklärung von Scash. Hier noch einmal kurz die Zusammenfassung. Der Scash-Macher hat keine Zeit. Ich glaube, so 1 bis 2 Monate sollte es maximal dauern, bis er wieder Zeit hat. Dann wird der Client normal weitergemacht. Sonst hätte ich natürlich jeden Käufer entschädigt, hätte ihm das Geld zurückgegeben für den Client, was er bezahlt hat. Je nachdem, wie viel der halt ausgegeben hat. 5 Euro halt oder halt 20 Euro, ist relativ egal. Aber da der Scash-Macher weitermachen will und auch weiter in meinem Shop bleiben will, etc., werdet ihr natürlich nicht entschädigt, da der Client ja noch weitergemacht wird. Und ich kann leider nichts daran ändern, dass er jetzt erstmal keine Updates bekommt. Nur so ist das halt mit Produkten, die man in seinem Shop anbietet, dass man sich da halt nicht immer 100% sicher sein kann. Deshalb sorry an die Leute, die Scash gekauft haben und ihn jetzt gerade halt nicht wirklich gut benutzen können auf Komma. Aber ja, ich kann nichts daran machen, dass, dass der Scash-Macher so wenig Zeit hat. Und ich kann ihn auch zu nichts zwingen. Schule ist schließlich wichtiger als Minecraft und deshalb, ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem kurz gefallen und wir sehen uns dann morgen bei einem richtigen Video wieder. Haut rein. Ciao.